Meldekette funktioniert. Der Traktor ist erst wenige Minuten da und schon kommen Störche, Rabenkrähen und Elstern. Mittlerweile habe ich gelernt. Die Kamera ist immer griffbereit, nur die Stippvisite des Bussards verpasse ich. Faszinierend, was vor meinem Büro so alles los ist. Und selbst die scheuen Elstern stört das offene Fenster nicht. Erst in der Vergrößerung erkenne ich, dass die Vögel in der Hauptsache nach Regenwürmern suchen. Mit gutem Erfolg. Die Rabenkrähen verfolgen einen anderen Plan. Sie suchen erfolgreich nach Walnüssen. Wie die auf oder besser unter die Krume kamen, ist mir ein Rätsel. Aber jetzt wohin damit? Immerhin wird sie von futterneidenden Artgenossen genauestens beobachtet. Na, am besten erstmal weg. Fast eine Stunde lang schlagen sich 7 Störche, 4 Rabenkrähen und an die 10 Elstern den Bauch voll. Ein tolles Erlebnis trotz Corona.